So Leute, da sind wir beim nächsten Commander Deck. Und ich habe Kamigawa, Neon Dynasty, Kutori Pilot, Prodigy, blau-weißes Buckle-Up Commander mit Crew und Vehicles, also Autos und Mechs und übergroßen Viechern und einer sehr teuren Karte drin tatsächlich. Die ist wirklich teuer. Wie die ganze Zeit schon haben wir hier so eine neue Verpackung, die auch mittlerweile mit so einem Griff kommt, hier zum Rausziehen, was ich einfach mega finde. Das macht das viel einfacher zum Rausziehen. Für den Commander ist immer noch sinnlos. Für irgendwelche Marker ist immer noch sinnlos. Rote Marker immer noch sehr sinnlos. Es ist Victory Confetti. Wenn sie jetzt noch hingehen würden und diese hässliche Box einfach nur in sowas Kleines umarbeiten und nicht mehr so viel Papiermüll, weil ja, weniger Plastik, gut und schön, aber auch Papiermüll ist Kacke für uns. Weil auch das recyceln wir nicht zu 100%. Deshalb lieber so kleine Boxen. Da hoffe ich ja, dass sie dann einfach in so einem Format wieder gehen. Oder wie diese 20-Euro-Dinger oder so. Das war okay. Das war okay. Gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben hier erstmal so ein Plastik-Papier-Ding. Dann unsere Deckbox. Kommt beiseite. Kommt hier ein Zähler, der... Okay, er lässt sich drehen. Mit einem coolen Drachen drauf tatsächlich. Ist nicht schlecht. Dann haben wir eine sehr dicke Anleitung dieses Mal. Warum bist du so dick? Okay, wir haben hier Kotori Pilot Prodigy drauf erklärt. Hier ist Werbung für Secret Lair. Danke dafür. Und hier haben wir das Playing the Deck, Commander Rule und so weiter und so fort. Ja. Cool. Dann haben wir hier unsere Kotori Pilot Prodigy in einem Edged Foiling. Das ist diese Helper-Card oder was nicht alles. Jetzt mit Plastik umrahmt, weil geht anscheinend nicht anders als Plastik. Da ist dann halt diese Coterie drin. Ein 4-4-Engel, ein Elephant, ein Engel, ein Mühe, ein Pilot, ein Spirit, ein Mühe, ein Spirit, ein Top-Down, Spirit, ein Top-Down, Spirit, ein Top-Down, Spirit, ein Top-Down, Spirit, ein Top-Down und Spirit und Top-Down. Und wir haben unsere Commander-Karte. 3 Mana, 2, 4 Vehicles haben alle Crew 2, also Autos haben Crew 2. Das heißt, ihr müsst nur Kreaturen mit Stärke 2 tappen, um die zu crewen. Hier oben ist es echt so ein... Ist das ein Misprint? Ne, es sieht nur so... Doch. Doch, guckt euch das mal an. Da fehlt einfach ein bisschen Farbe. Das verrutscht. Lustig. Ja. Moonfolk Pilot, was ich ganz cool finde. Zu Beginn des Kampfes auf euren Zug könnt ihr ein Artefakt, das ihr kontrolliert, Lifelink und Wachsamkeit geben. Das ist nicht schlecht. Some people test limits. I prefer to demolish them. Sehr cool. Dann gehen wir mal in das Deck rein. Auch dieses Deck habe ich praktisch für einen Zuschauer aufgemacht, der mir gesagt hat, Blacky, wenn du von irgendwem das Ding bekommst, und ich habe gesagt, ich bekomme das, dann mach das mal für mich auf. Dementsprechend, ganz cool, habe ich bei beiden Kamigawa-Decks dieses Mal gemacht. Und das freut mich sehr, weil so kriegen die einen schönen Besitzer und liegen nicht bei mir drauf rum. Und ja, gucken wir mal, was wir haben. Wir haben eben diesen Kotori Pilot und wir haben Shikori Genesis Engine. Ja, ich bin jetzt kein Fan von Max. Muss ich einfach mal rauslassen. Ich habe das Problem, dass ich Neon Genesis Evangelion gesehen habe und den Anime nicht gut fand. Und jegliche andere von anderen Mech-Animes und Mech-Serien wie hier Rift oder wie das hieß, oh, alles nicht so meins. 4 Mana 8-8 für ein farbloses Tappen können wir eine Karte ziehen, dann eine abwerfen. Dann kreieren wir einen Piloten, der hat eben 1-1 und kann halt bis 3 crewen, was ganz nett ist. Das Ding hat Crew 8. Das ist halt krass und es kann es der Commander sein. Wichtig ist, also man hat das in der Command Zone Video gesehen, den legt man einfach raus für Value. Das ist halt schon nice. Dann How to Play. Und jetzt kommt das Wichtige des Decks, nämlich das Deck. Aerial Surveyor. 3 Mana 3, 4 fliegen Crew 2 und wenn der angreift und der Defending Spieler mehr Länder kontrolliert, kann man das Deck nach einer Ebene durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen, dann das Deck mischen. Nice. Drum Blower. 3 Mana 2, 1 fliegend Enttappe alle Kreaturen während jedes Enttapp-Segments. Das ist nett. Iron Soul Enforcer, 5 Mana 4-4. Wenn der war oder ein Commander, den wir kontrollieren, alleine angreift, bringen wir ein Artefakt aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Auch nicht schlecht.
Organic Extinction, 2 weiße und 8 Mana. Wir zerstören alle Non-Artifact-Creatures. Mit Improvise, das heißt, wir können Artefakte tappen, um das Ding mit Mana zu versorgen. Was ganz cool ist. Release to Memory, 4 Mana Instant. Wir exilen einen Friedhof aus dem Gegner, von irgendeinem Gegner. Und für jede Kreatur, die wir exiliert haben, kriegen wir einen 1/1 Spirit. Deswegen haben wir so viele Spirits, okay. Swift Reconfiguration. Diese Karte ist der Albtraum eines Judges. Ein weißes Mana, wir enchanten eine Kreatur oder ein Auto. Und das Permanente ist ein Auto. Hat Crew 5 und hat alle anderen Kartentypen verloren. Das heißt, wenn wir damit eine Kreatur crewen, zum Beispiel unseren Commander, dann ist der ein Auto mit Crew 5. Er sagt aber, Autos haben Crew 2. Also ist ein Auto mit Crew 2. Aber er ist keine Kreatur mehr. Das ist halt, das hat zu Fragen geführt. Oh Gott. Und tatsächlich zu einer Combo mit Devoted Druid, was ganz cool ist. Access Denied, 5 Mana, Counter-Target Spell, also wir countern Spell. Und wir kreieren X11 Top da, wobei X die Mana-Kosten sind. Sehr coole Karte. Cyberdive Awakener, 6 Mana, 4-4 fliegend. Andere Artefakte, die wir kontrolliert haben, fliegen. Und wenn er ins Spielfeld kommt, wird jede Nicht-Kreaturen-Artefakt bis zum Ende des Zuges eine 4-4-Kreaturen-Artefakt. Cool. Das Konstrukt sieht aus wie ein Engel. Imposter Mech. 2-3-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir sie eine Kopie als eine Kreatur, eine Kopie von einer Kreatur ins Spiel bringen. Außer, dass es ein Auto ist und man eine Crew 3 hat und alle anderen Kartentypen verliert. Nice. Crew 3 hat es dann. Ja, cool. Oh, Kappa Kanonier. Der wird sogar mittlerweile im Legacy gespielt und ist eine sehr coole Karte. 6 Mana, 4-4 mit Improvise, das heißt, wir können Artefakte wieder tappen, um zu helfen. Ward 4, das heißt, wenn der Ziel von einem Zauber der Fähigkeit wird, muss der Wäscher 4 Mana bezahlen, sonst wird das Ding gekontert. Und immer wenn ein Artefakt und ins Spiel kommt, dann kriegt er eine +1/+1 Marke und kann nicht geblockt werden diese Runde. Und er ist halt ein Turtle Warrior. Der Hammer. Katsuma the Animator, okay. 4 Mana, 3-3, Moonfolk. Fliegend. 3 Mana bis zum Ende des Zuges wird eine Nicht-Kreaturen-Artefakt, die man kontrolliert, zum Artefakt-Kreatur mit fliegend. Und wenn es kein Vehikel ist, kriegt Space Power 1-1. Und zumindest Upkeeps legen wir eine +1/+1 Marke auf jede bis zu 3 Non-Creature-Artefakte. Das ist stark. Das ist stark. Research Thief. 5 Mana, 3-3, Flash fliegend. Warum erinnert mich der an Avatar? Flash fliegend, wenn ein Artefakt und Kreatur unter eurer Kontrolle Schaden zufügt dem Gegner, zieht ihr eine Karte. Nett. Nett. Universal Surveil, 3 Mana und X. Mit Improvise wird sie nichts Karten. Okay. Search Hacker Mech, 4 Mana, 5-5, Menace. Wenn er ins Spiel kommt, fügt er doppelt so viel Schaden zu wie Vehicles, also Auto, die wir kontrollieren, an eine Kreatur oder einen Planeswalker, die ein Gegner kontrolliert. Nett. Kataklysmic mit Gehalk. Nice. 5 Mana, 4-5 Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, suchen wir uns ein Artefakt, eine Kreatur, einen Charm und einen Planeswalker aus und opfern den ganzen Rest. Und das macht jeder Spieler auch. Nur die Länder bleiben unberührt. So stark. Indomitable Archangel. 4 Mana, 4-4 fliegen mit Metalcraft und er hat Shroud, so, also Artefakte haben Shroud, solange man 3 oder mehr Artefakte kontrolliert. Paelion. 6, 7, 8, 8 Mana, 5-5, Erstschlag fliegen. Ne, Erstschlag, fliegend, Wachsamkeit, ist richtig. Wenn er angreift, kreieren wir 2-4-4 Engel mit fliegend Wachsamkeit und hat Crew 4. Wow, die Schlacht. SRAM, Senior Advisor. 2-2-2, immer wenn man Aura, eine Verzauberung oder ein Auto spielt, zieht man eine Karte. Wichtig hierbei, Autos. Bird Cleric. Warte, ist der nicht aus Strixhaven? 4-2-2, immer wenn man ein Historic Spell spielt, kriegt man eine Karte, Kreaturenkarte, Mana kosten 3 oder weniger, Spread of zurückspielen. Okay. Emry, Lurker of the Loch, geil. 3-1-2 wird für jedes Artefakt ein Mana günstiger. Wenn er ins Spiel kommt, millen wir 4 Karten und wir können ihn tappen, um ein Artefakt aus dem Friedhof zu casten diese Runde. Müssen halt Mana dafür bezahlen, ja, easy. Planeswalker. Jace, Architect of Thoughts, den habe ich lange nicht mehr gesehen. 4 Mana, 4 Marken und +1 bis ihr wieder dran seid, werden die Kreatur von einem Gegner -1/-0. Das ist ganz nett. Das ist wirklich ganz nett. -2, wir gucken uns die obersten 3 Karten des Decks an, legen sie offen vor, ein Gegner macht daraus 2 Stapel, einen davon nehmen wir auf die Hand, die anderen gehen weg. -8, jeder Spieler, für jeden Spieler, durchsuchen wir das Deck des Spielers nach einer Karte und, casten die und die mal kurz bezahlen. Hammer.
Master des Turms. Stack ist cool. Ich mag das Stack. Surprise, Blackie mag ein blau-weißes Stack. Ein Commander. Drei Mana XX, kriegt plus 1 plus 1 jedes andere Fakt, was man kontrolliert und gibt jedem anderen Artefakt plus 1 plus 1. Also Artefakt-Kreatur. Hammer. Sei Master Tutress, der war auch teuer. Drei Mana 1-4, wenn ein Artefakt-Spell ins Spiel kommt, kriegen wir einen 1-1 Top damit fliegen. Zwei Mana, wir opfern zwei Artefakte und ziehen eine Karte. Nett. Top das Spy-Network. Alter. Vier Mana Enchantment zu Beginn des Versorgungs zumindest. Wenn man ein Artefakt kontrolliert, kriegen wir einen Top da. Eins als fliegend, natürlich. Und immer wenn ein oder mehr Artefakt-Kreatur mit einer Schaden zu fliegen, dürfen wir eine Karte ziehen. Nice. Dance of the Mans. Ein blaues, ein weißes und X. Wir bringen X Artefakte und oder Non-Aura Enchantments aus dem Friedhof mit Mana-Kosten von X insgesamt. Generell mit meiner Kosten von X aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Wenn X größer als 6 ist, werden diese permanente 4-4 zusätzlich. Will man das haben? Wow! Ist das Artwork neu oder kenne ich das noch nicht? Hannah Ships Navigator. 3 Mana 1, 2 für 3 Mana tappen. Wir bringen eine Faktor und ein Charme aus dem Friedhof zurück ins Spiel. What? What? Wait! Wait! Das habt ihr in ein. Das habt ihr in ein. Dafür werde ich geflamed, dass ich das spiele. Das ist in einem Constructed Deck drin. Ihr nehmt sie als Kreatur, habt irgendein anderes Artefakt und könnt jede Runde Cataclysmic Gearhulk casten mit ihr. What? Alter. Cultivator's Cavern, 3 Mana 5-5, tappen für ein farbloses, für Mana beliebiger Farbe und Crew 3. Mirage Mirror. 3 Mana Artefakt, für 2 Mana wird das zu einer Kopie von einem Artefakt, einer Kreatur oder einem Charmant oder einem Land bis zum Ende des Zuges. Nicht schlecht. Peace Walker Colossus, 3 Mana 6-6. Für 2 Mana kann ein anderes Auto zu einer Artefaktkreatur werden. Und für Crew 4. Nett. Sehr nett. Sovereign Consult Flagship. 5 Mana 6-5 fliegend. Wenn es ins Spiel kommt oder angreift, können wir 3 Schaden auf eine Kreatur am Planeswalker zufügen. Crew 3. Da haben sie es drunter vergeigt, dass hier nicht drunter steht, it can be your commander, wie mit dem anderen Commander, der hier drin ist. Smugglercopter, gebannte Karte in Pioneer, glaube ich, und Standard damals gewesen. 233 fliegend, wenn er angreift oder blockt, können wir eine Karte ziehen. Wenn wir es tun, ziehen wir eine Karte, werfen wir eine Karte ab mit Crew 1. Solomon Simulacrum, 4 Mana 2-2, wenn ins Spiel kommt, können wir unser Deck nach einem Standard des Sohnes getappt ins Spiel bringen und wenn es stirbt, ziehen wir eine Karte. Wie viele freaking Rares hier drin sind mittlerweile. Weatherlight. 4 Mana 4-5 fliegend mit Crew 3 und wenn er im Gegner Schaden zufügt, können wir zuerst 5 Karten unseres Decks angucken und können Historic Spell davon vorzeigen und auf die Hand nehmen, der Rest geht in das Deck. Historic Spells sind Artefakte, legendäre Kreaturen und Sagas. Exotic Ausschart können Mana beliebiger Farbe machen von einem Land, was den Gegner kontrolliert. Port Town kommt getappt ins Spiel, zeigen wir zahlen eine Ebene oder eine Insel vor, ist ganz nett als Mana Source. Oh, das sind eine Menge Doppelländer. Prairie Stream kommt enttappt ins Spiel, wenn wir zwei oder mehr Basics kontrollieren. Sky Cloud Expanse, sehr cool. Für ein farbloses Tappen kriegen wir ein blaues oder weißes. Spy of Industry, Tappen für ein farbloses Tappen, wir verlieren Leben und kriegen Mana beliebiger Farbe. Können wir nur für Artefakt benutzen. Ne, können wir nur benutzen, wenn wir ein Artefakt kontrollieren. So. Temple of Enlightenment kommt getappt ins Spiel, Scry 1. Und jetzt kommen wir zu den Comments und Uncomments. Da fliege ich nur ein bisschen drüber und wenn ich was sehe, dann werde ich euch da was sagen. Dispatch ist ganz gut, Generous Gift ist ganz gut. Das Swords to Plowshares ist echt hübsch. Terium Sculpture Thoughtcast. Nett. Hätte ich das mal gewusst, bevor ich mir so viel davon gekauft habe. Arcane Signet ist mittlerweile auch in jedem drin. Das ist so gut. Das war am Anfang sehr teuer, deshalb. Weil es einfach nirgendwo drin war. Command Tower, Ebenen, Insel. Und das war's. Ja, das war das blau-weiße Deck. Ihr könnt mir ja die Meinung von euch mal zu dem blau-weißen Deck unten und das Deck schreiben. Unten in die Kommentare schreiben. So ist es richtig. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.